Stellt euch mal vor, ihr werdet in diese unschöne Situation mit hineingerissen, dass zwei Menschen sich über das Erbe ihres Vaters streiten. Vielleicht zwei Cousins aus eurer Familie. Der Vater ist gestorben, ziemlich plötzlich, hat kein Testament hinterlassen, hinterlässt aber ein Haus, ein Auto, ein bisschen Geld auf dem Konto. Und diese zwei Brüder kriegen sich dermaßen in die Klatten, dass sie nicht mehr miteinander reden können. Und wie das dann oft so ist, wird die ganze Familie mit hineingerissen. Der Ältere behält alles für sich und ist nicht bereit, seinem jüngeren Bruder irgendetwas von dem Erbe seines Vaters abzugeben. Er weigert sich. Und jetzt an einem Abend sitzt der jüngere Cousin bei euch zu Hause in der Stube und regt sich über seinen Bruder auf und erzählt, was der alles gemacht hat und was alles schiefgelaufen ist. Und ja, lässt du dein ganzes Herz, alles was so ist, seinen freien Lauf. Und dann guckt er dich an und sagt dir, Mensch, kannst du nicht nochmal mit dem reden? Was würdest du diesem jüngeren Cousin sagen? Würdest du sagen, ja, du hast schon recht, ja, dir gehört ja, Hälfte steht dir zu, 50%, nimm dir einen Anwalt? Oder würdest du sagen, ja gut, ich probiere mal, ich rede mal mit ihm, weil du hast ja eigentlich recht? Was würdet ihr diesem jungen Mann sagen? Jesus selber kam mal in eine solche Situation. Es war nicht sein Cousin, aber ein junger Mann, der genau dieses Problem hatte. Und über diesen Text möchte ich heute mit euch reden. Ich lese den Text erst einmal vor, der ist ein bisschen länger, aber dieser ganze Abschnitt gehört zusammen, deswegen möchte ich euch den gerne komplett so erstmal vorlesen. Da heißt es hier in Lukas 12 ab Vers 13. Ein Mann in der Menge wandte sich an Jesus. Lehrer, sag doch meinem Bruder, er soll mit mir das Erbe teilen, das unser Vater uns hinterlassen hat. Jesus antwortete ihm, Freund, ich bin nicht zum Richter für eure Erbstreitigkeiten bestellt. Dann sagte er zu allen, gebt Acht. Hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn der Mensch gewinnt sein Leben nicht aus seinem Besitz, auch wenn er noch so groß ist. Jesus erzählte ihnen dazu eine Geschichte. Ein reicher Grundbesitzer hatte eine besonders gute Ernte gehabt. Was soll ich jetzt tun, überlegte er. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Ich hab's, sagte er. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dann kann ich das ganze Getreide und all meine Vorräte dort unterbringen und kann zu mir selbst sagen, gut gemacht. Jetzt bist du auf viele Jahre versorgt, gönne dir Ruhe, iss und trink nach Herzenslust und genieße das Leben. Aber Gott sagt zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern, wem gehört denn dein ganzer Besitz? Und Jesus schloss, so steht es mit allen, die für sich selber Besitz aufhäufen, aber bei Gott nichts besitzen. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, ob ihr etwas zu essen habt und um eurem Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken und der Leib ist mehr als Kleidung. Seht euch die Raben an. Sie säen nicht und sie ernten nicht. Sie haben weder Scheune noch Vorratskammern. Aber Gott sorgt für sie und ihr seid ihm doch viel mehr wert als die Vögel. Wer von euch kann durch Sorgen seinen Leben auch nur um einen Tag verlängern? Wenn ihr nicht einmal so eine Kleinigkeit zustande bringt, warum quält ihr euch dann mit Sorgen um all die anderen Dinge? Seht euch die Blumen auf den Feldern an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und machen sich keine Kleider. Doch ich sage euch, nicht einmal Salomo bei all seinem Reichtum war so prächtig gekleidet wie irgendeine von ihnen. Wenn sogar Gott die Feldblumen so ausstattet, die heute blühen und morgen verbrannt werden, dann wird er sich erst recht um euch kümmern. Habt doch mehr Vertrauen. Zerbrecht euch also nicht den Kopf darüber, was ihr essen und trinken werdet. Mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater weiß, was ihr braucht. Sorgt euch nur darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt, dann wird er euch schon mit allem anderen versorgen. Sei ohne Angst, du kleine Herde, euer Vater ist entschlossen, euch seine neue Welt zu schenken.
Verkauft euren Besitz und schenkt das Geld den Armen. Verschafft euch Geldbeutel, die kein Loch bekommen, und sammelt Reichtümer bei Gott, die euch nicht zwischen den Fingern zerrinnen und nicht von Dieben gestohlen werden und von Motten zerfressen werden. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Soweit das Wort Gottes. Da kommt also dieser junge Mann und er erlebt genau das, was ich euch gerade erzählt habe. Er gerät mit seinem Bruder aneinander, der Vater ist gestorben und der ältere Bruder ist nicht bereit zu teilen. Und er hat keine Möglichkeit, an sein Recht ranzukommen, an die 50%, die ihm zustehen, und er wendet sich an Jesus. Und ich weiß nicht, welche Antwort du dem Cousin gegeben hättest, aber die Antwort, die Jesus diesem jungen Mann gibt, fällt dir doch ziemlich überraschend aus. Jesus sagt nämlich, wer hat mich zum Richter über eure Familienstreitigkeiten bestellt? Und dann sagt er zu diesem Mann, hüte dich vor der Habgier. Das ist ein starkes Stück. Jesus sagt hier nämlich nicht, hör mal zu, ja, du bist im Recht, dein älterer Bruder hat Unrecht, was der gemacht hat, ist falsch, der hat von dir gestohlen, sondern Jesus sagt, das Problem ist nicht bei dem älteren Bruder, der das Erbe nicht mit dir teilen will. Das Problem ist bei dir, das ist nämlich deine Habgier. Nämlich, dass du bereit bist, mit deinem Bruder zu prozessieren, dich mit ihm zu bekämpfen, um das Erbe, dass du bereit bist, um die materiellen Dinge, die Beziehung zu deinem Bruder aufs Spiel zu setzen. Sogar zu zerstören. Das ist das Problem mit Habgier. Habgier ist ja eine Sünde, da merkt man ja gar nicht, dass man die hat. Wenn ich einen Menschen anlüge, dann ist mir das bewusst. Wenn ich einen Menschen direkt ins Gesicht lüge, dann weiß ich, dass ich da was falsch gemacht habe. Und habe mitunter auch ein schlechtes Gewissen. Wenn ich Ehebruch begehe, dann weiß ich, dass ich was falsch gemacht habe. Wenn ich von jemandem gestohlen habe oder wenn ich bei der Steuererklärung schummle und nicht alles angebe, dann weiß ich, dass ich da etwas falsch gemacht habe, dass ich geschummelt habe, dass ich gestohlen habe. Aber woran merke ich denn bitte schön, dass ich habgierig bin? Ich weiß noch, als ich damals als junger Mann in der Fachschule war, ich habe ja ursprünglich Landwirtschaft gelernt, meine Eltern haben einen Bauernhof. Und ich weiß noch, als ich damals mit der Ausbildung alles fertig war, in dieser Fachschule war, haben wir natürlich gelernt, wie wir unseren Hof auf die Zukunft vorbereiten, worauf man alles achten muss, wie man sich verändern muss. Und ich war voller Elan und wollte natürlich auch den Hof meines Vaters verändern. Wir hatten damals keinen großen Hof und die Situation in der Landwirtschaft war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr rosig. Das hat sich alles ziemlich geändert, die Preise wurden schlechter und ich wollte etwas verändern. Und die Konsequenz war, dass ich sehr stark mit meinem Vater aneinander geraten bin und dass ich in den Jahren um diese Fachschule, wo ich dort war, in dieser Fachschule, wo ich was verändern wollte, dass ich mit meinem Vater ganz massive Streitigkeiten hatte, wie es denn mit dem Hof weiterzugehen hat. Ich war mit den Entscheidungen, die er getroffen hat, nicht einverstanden. Ich wollte den Hof voranbringen. Ich wollte mehr Kühe haben. Ich wollte mehr Land dazu pachten, ich wollte den Hof fit für die Zukunft machen, ich wollte, dass wir finanziell abgesichert sind durch eine gewisse Größe, ich wollte mehr. Und dazu war ich sogar bereit, dass ich mich mit meinem Vater zerstritten habe, und zwar auf Übelste. So sehr, dass wir teilweise nicht mehr wirklich miteinander gesprochen haben. Wenn ich heute auf die Situation zurückblicke, muss ich ehrlich sagen, das, was mich zum Streit mit meinem Vater geführt hat, das war meine Habgier, weil ich wollte mehr. Ich war nicht zufrieden mit den 40 Kühen, die wir hatten, sondern ich wollte mehr. Ich war nicht zufrieden mit den 27 Hektar, die wir bearbeitet haben, sondern ich wollte mehr. Ja, ich habe gesagt, es ist mein Recht, den Hof voranzubringen. Ja, ich habe gesagt, es ist richtig, dass wir eine finanzielle Absicherung brauchen, dass wir größer sein müssen, um auch in der Zukunft Bestand zu haben. Es mag sein, dass ich mit all den Dingen damals auch recht hatte. Aber die Tatsache ist, dass ich dieses Recht mit Gewalt durchsetzen wollte und der Grund dafür war meine Habgier. Ich habe den Hof, der war mir wichtiger als eine gute Beziehung zu meinem Vater.
Und genau das ist das Problem von Habgier, dass sie uns oft antreibt und dass wir das gar nicht merken. Und genau ist das ist auch das Problem bei diesem jungen Mann hier, der zu Jesus kommt. Jesus sagt, pass auf vor der Habgier, hüte dich. Bewerte das Erbe deines Vaters nicht höher als die Beziehung zu deinem Bruder. Das ist nämlich dein Problem. Und das ist ja oft das Problem, das wir auch in unserem Leben entdecken, wenn wir mal reinschauen in den Konflikten, die wir so in unserem Leben führen. Wenn du mal in deine Ehe hineinschaust und die Streitereien mit deiner Frau über Geld, worum geht's denn da? Was ist denn die Motivation, warum du mit deiner Frau oder mit deinem Ehemann dich um Geld streitest? Vielleicht, weil du habgierig bist, weil du das Geld für dich ausgeben möchtest, für das, was dich interessiert, für das, was dich glücklich macht. Und du denkst, du hast ein Recht darauf, weil dein Ehepartner schon letzten Monat so viel Geld für sich ausgegeben hat. Aber die Wahrheit ist, es ist nicht dein Recht. Die Wahrheit ist, du hast nichts verdient. Die Wahrheit ist einfach, du bist habgierig und bist bereit, darum zu kämpfen und deine Beziehung zu deiner Frau, zu deinem Mann aufs Spiel zu setzen. Das ist das Problem von Habgier. Die Tatsache, dass du eine Karriere machst und dass du viel Geld verdienst. Viele Menschen sagen, naja, ich mache das für meine Familie, ich mache das für meine Kinder, um ihnen eine gute Zukunft geben zu können, eine gute Ausbildung. Und die Tatsache ist, dass du deine Kinder vielleicht vernachlässigst und nicht viel Zeit mit ihnen verbringst. Und wenn du mal wirklich in dein Leben hineinschaust, machst du das wirklich für deine Kinder? Oder ist es vielleicht doch die Habgier? Dass das Geld nicht ausreichen könnte. Was treibt dich an? Und ich möchte dich ermutigen, an diesem Sonntag nochmal genau in dein Leben hineinzuschauen, in deine Konflikte mit Arbeitskollegen, mit deinem Chef, mit deiner Ehefrau, mit deinen Kindern, mit deinen Nachbarn. Worum geht es in diesen Konflikten? Was treibt dich an? Wofür kämpfst du? Oft sagen wir haben ein Recht für die Dinge, die wir kämpfen. Aber Jesus sagt hier zu diesem jungen Mann, das Erbe ist nicht dein Recht, dein Problem ist die Habgier. Und dann sagt Jesus zu den Menschen, die auch da rumstehen, er sagt, der Mensch gewinnt sein Leben nicht aus seinem Besitz, auch wenn er noch so groß ist. Das Leben wird dadurch nicht besser oder angenehmer, wenn du mehr besitzt oder neuere Sachen hast oder größere Sachen hast. Das ist nicht das Entscheidende in deinem Leben und das ist ja eigentlich genau konträr zu dem, was uns heute in den Medien und durch die Werbung immer wieder vermittelt wird. Ich weiß noch, als ich damals aus dem Südsudan zurückgekommen bin, damals habe ich in Marburg gelebt, war dort in einer Gemeinde tätig und Marburg hat noch so eine schöne alte Oberstadt. Da stehen noch so die ganzen schönen alten Häuser, die sind im Krieg nicht kaputt gemacht worden. Und in diesen alten Gassen der Oberstadt, da gibt es jede Menge Läden. Und ich bin dann da irgendwie durchmarschiert und mir ist irgendwann so aufgefallen, alles das, was die Leute hier verkaufen, das braucht eigentlich kein Mensch. Da ist ein Laden, der verkauft Münzen und Briefmarken für Leute, die es sammeln. Der nächste ist ein Esoterikladen, der verkauft irgendwelche Kristalle, von denen irgendwelche Heilungskräfte ausgehen. Der nächste Laden verkauft Holzspielzeug. Der nächste Laden hat nur Schmuck, Goldketten und Uhren. Und der nächste Laden hat Kleider, wo jedes Teil alleine über 200 Euro kostet. Wo ich mir denke, wer kauft denn hier ein? Wer kauft das Zeug denn? Ich meine, die Tatsache, dass die Läden dort existieren, die müssen ja auch hohe Mieten bezahlen, heißt ja, dass Leute das Zeug auch kaufen. Aber ich habe mir gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, sind das alles Luxusgüter. Das sind eigentlich alles Sachen, die ein Mensch zum Leben gar nicht braucht, aber sie werden gekauft. Und ich merke selber ganz oft, wenn ich in die Stadt gehe, dann muss ich mir vor manchmal echt sagen, hey, wenn ich jetzt in die Stadt gehe, ich brauche eigentlich nichts. Vielleicht muss ich nur was zu essen kaufen, aber ich brauche sonst nichts. Aber dann merke ich oft, dann gehe ich in den Laden und dann sehe ich noch dieses Sonderangebot und jenes Sonderangebot und sehe da noch was, wo ich denke, ach ja, das macht sich aber auch schön in meiner Wohnung oder das könnte ich auch gebrauchen. Und plötzlich merke ich, dass ich mit einer Eintauschtasche voll nach Hause fahre mit Sachen, die ich eigentlich gar nicht brauche. Und das Geld dazu muss ich verdienen, das muss ich mehr arbeiten. Und ich merke, es geht mir immer ums Haben. Ich denke immer, ich brauche das, ich muss das haben. Und das Verrückte ist ja auch, das merke ich auch ganz oft, dass man oft mit den Sachen, die man selber hat, auf einmal nicht mehr zufrieden ist, wenn man einkaufen geht und in den Läden sieht, was es an neue Sachen gibt.
banales Beispiel vielleicht aus meinem Leben. Ich angel sehr gerne, ich bin öfters mal gerne draußen in der Natur. Und neulich war ich auch wieder in einem Baumarkt. Sie haben eine Angelabteilung, wollten mir da ein paar Sachen holen, habe mir die neuen Routen mal so angeguckt und habe mir so gesehen, habe gesagt, Mensch, die eine Route, die ist auch cool. Diese neuen Routen sind viel leichter als diese klobigen Dinger, die ich habe. Die sind noch ein bisschen länger. Da kann man schöner die Posen mit dahin schmeißen, wo man die auch hinhaben will. Und es macht viel mehr Spaß damit, dicke Fische aus dem Wasser zu ziehen. Und dann gehe ich wieder angeln mit meinem Freund und ich denke mir so jedes Mal, Mensch, wenn du jetzt diese Route hättest. Und ich quäle mich mit diesen alten Routen ab. Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich habe mit diesen alten Routen noch jeden Fisch rausgezogen und ich werde auch jeden Fisch in Zukunft damit rausziehen. Ich brauche diese neue Route nicht. Aber ich merke, dass ich innerlich so unzufrieden werde, dass ich von diesem Gedanken nicht loswerde, dass ich diese neue Route brauche. Und das Spiel kann ich mit meinem neuen Laptop treiben, das kann ich mit meinem Handy treiben, das kann ich mit den neuen Klamotten treiben, das kann ich mit meiner Wohnungseinrichtung treiben, das kann ich mit allem machen. Ich merke, dass das mein Leben bestimmt. Dass ich so schnell unzufrieden werde und immer wieder denke, ich brauche diese neuen Dinge. Und wenn ich in mein Leben hineingucke, was ich in meinem Leben wegschmeiße, dann schmeiße ich ganz oft Dinge nicht weg, weil sie kaputt sind. Sondern ich schmeiße weg, weil sie nicht mehr modern sind. Weil sie aus der Mode sind. Das ist das Problem von Habgier. Und diesen Lebensstil, den ich dann lebe, diesen ganzen Konsum, den muss ich finanzieren, das Geld muss ich verdienen, da muss ich verarbeiten. Und das macht mein Leben stressig und dann brenne ich aus und ich vernachlässige eigentlich Beziehungen zu Menschen, die mir eigentlich wichtig sind. Und Jesus geht ein bisschen weiter. Jetzt rutscht mir dieses Ding auch die ganze Zeit über den Ohren weg. Jesus geht ein bisschen weiter und sagt hier oder erzählt diesen Menschen eine Geschichte von einem Bauern, von einem Großgrundbesitzer. Er sagt, dieser Mann hatte eine Menge Felder und er fährt in diesem Jahr eine Riesenernte ein, wie er sie nie zuvor gehabt hat. Tonnenweise Getreide. Er geht an die Börse und verkauft zum guten Preis schon mal einen Teil der Ernte, aber merkt, ich habe immer noch so viel Getreide, was mache ich denn jetzt damit? Und er sagt sich, hey, das mache ich einfach. Ich reiß die alten Scheunen ab, die ich habe, pack das ganze Zeug da rein, was ich so geerntet habe in diesem Jahr und dann bin ich erstmal abgesichert. Dann brauche ich mir um nichts mehr Sorgen zu machen. Das ist erstmal gar nicht schlimm, weil das kriegen wir auch alle beigebracht. Jeder, der Unternehmer ist, weiß, dass man Rücklagen braucht. Wir alle sparen, wir schließen unsere Versicherungen ab, damit wir sicher sind im Alter, wenn wir krank werden, dass wir abgesichert sind. Wir haben unsere Rentenverträge, wir haben ein Sparkonto, wo wir es auf die Seite legen. Und Jesus kritisiert diesen Bauern und sagt zu ihm, er ist ein Dummkopf. Er hat zu kurz gedacht. Er sammelt sich das alles an, aber er hat völlig Gott aus seinem Leben ausgeblendet. Dieser Mensch war habgierig. Er konnte nicht genug kriegen. Und er hat gesammelt und gesammelt und gesammelt, aber er ist letztendlich arm geblieben vor Gott. Und genau das ist das Problem. Wenn wir diesen Lebensstil an den Tag legen, der von Habgier angetrieben ist, dann verlieren wir Gott ganz schnell aus den Augen. Man sagt ja, wir leben in einer Konsumgesellschaft, aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann sind wir eine habgierige Gesellschaft. Unsere Wirtschaft lebt davon, dass wir habgierig sind, dass wir nicht genug kriegen können, die uns immer wieder antreibt, mehr zu verdienen, mehr auszugeben. Das ist das Problem, das ist die Sünde, die in unserer Gesellschaft Menschen antreibt, die dafür verantwortlich ist, dass Menschen mehr Zeit in die Arbeit und ins Geldverdienen investieren, als in die Beziehung zu ihrem Ehemann, zu ihrem Ehefrau oder zu ihren Kindern. Habgier ist der Grund, warum Nachbarn sich zerstreiten über Grundstücke, was oft so lächerlich ist. Und was hilft gegen diese Habgier? Was ist das Lösungsmittel, das Jesus uns anbietet? Jesus geht weiter und sagt, ich sage euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, ob ihr etwas zu essen habt, um euren Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken und der Leib ist mehr als Kleidung. Seht euch die Vögel an.
Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie haben weder Scheune noch Vorratskammer und Gott versorgt sie. Jesus sagt, Leute, nehmt doch euch mal Moment Zeit und guckt euch mal die Vögel an. Ich habe das mal gemacht und ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht über die Kohlmeise. Ich weiß nicht, wer von euch die Kohlmeise kennt. Ich glaube, das ist noch der bekannteste Vogel vielleicht. Wer so kleine Vogelhäuschen im Winter hat und die füttert, die Kohlmeise ist eigentlich immer dabei, hat so einen schwarzen Kopf mit weißen Bäckchen und so eine gelbe Brust. Eigentlich ein ganz bekannter Vogel. Der ist ungefähr 14 cm groß, so ein klitzekleines Ding und wiegt so ungefähr 16 bis 20 Gramm. Das ist so viel wie der Standardbrief der Deutschen Post. Und dieses Tier, das ist sehr interessant, hat einen immensen Appetit. Diese kleine Meise verdrückt nämlich an einem Tag ungefähr 16 bis 20 Gramm Insekten und Samenkörner. Das heißt, dieser Vogel isst genauso viel, wie er wiegt. Ich habe das mal ausgerechnet, das würde für mich bedeuten, wenn ich so viel essen wollte wie eine Kohlmeise, dann müsste ich bei meinen 88 Kilo jeden Tag bei McDonald's 735 Cheeseburger essen. Mal davon abgesehen, dass ich das gar nicht schaffen könnte, ich will gar nicht wissen, wie ich aussehe nach 2 Wochen. Aber diese Viecher haben einen unglaublichen Appetit, die essen jeden Tag so viel, wie sie selber wiegen. Und dann im Frühjahr fängt die Meisendame an und auch das Männchen ein kleines Nest zu bauen. Die Meisendame legt ihre Eier da rein, in der Regel so 7 bis 12 Stück. Und dann sitzt sie 14 Tage auf diesen Eiern und brütet sie aus. Und dann innerhalb von 24 Stunden schlüpfen alle Küken auf einmal aus diesen Eiern raus. Und dann wird es richtig stressig für diese Kohlmeiseneltern, weil diese kleinen Piepmätze haben nämlich genau einen so großen Appetit wie die Eltern auch. Und Wissenschaftler haben Kameras vor diesen Vogelkästen aufgestellt, wo diese Meisen ihre Küken drin haben und haben sich mal angeguckt, was die eigentlich alles so rankarren. Und die haben festgestellt, dass diese kleinen Meiseneltern 3 Wochen lang jeden Tag 16 Stunden damit verbringen, Futter an das Nest zu den Jungen zu bringen. Ohne ein freies Wochenende und ohne einen Burnout zu kriegen. Und die Wissenschaftler haben gezählt und festgestellt, dass diese Meiseneltern diesen 3 Wochen bis zu 10.000 Insekten ranschaffen für ihre Jungen. Und dann, nachdem die Jungen aus dem Nest rausgehen, müssen die noch 2 weitere Wochen von den Tieren versorgt werden. Und viele Meisen brüten auch in einem Jahr ein zweites Mal. Könnt ihr euch mal vorstellen, was für immensen Summen an Insekten und Samen Gott da bereitstellen muss, dass so eine Meisenfamilie überleben kann. Und dann kommt der Winter. Und der Winter ist ein Riesenproblem für diese kleinen Tierchen, weil im Winter gibt es fast so gut wie keine Insekten und auch Samenkörner sind schwer zu finden. Gerade wenn der Boden zufriert oder wenn es Schnee gibt und alles weiß ist, wo finden diese kleinen Tiere dann Nahrung? Das Verrückte ist, dass so eine Kohlmeise nicht mal für 2 Wochen fasten kann. Eine Kohlmeise braucht jeden Tag etwas zu essen. Wenn eine Kohlmeise nicht innerhalb von 24 Stunden etwas zu essen bekommt, dann verhungert sie und stirbt. Und es ist in jedem Frühjahr ein Wunder zu sehen, wie viele Kohlmeisen es durch diese harten Winter geschafft haben. Und das ist die Treue Gottes. Das ist der Gott, der diese kleinen Tierchen versorgt, und ihnen all das gibt, was sie brauchen, um ihre Jungen großzuziehen, was sie brauchen, um im Winter zu überleben. Und Jesus sagt, seht euch diese Vögel mal an. Die Kohlmeise sammelt keine Vorräte. Ich habe noch nie eine Kohlmeise mit dem Rucksack durch die Gegend fliegen sehen. Die sammeln nichts. Die sind jeden Tag darauf angewiesen, dass Gott ihnen irgendeinen Insekt oder einen Samenkorn vor die Füße legt, dass sie fressen können, damit sie überleben, damit sie ihre Jungen füttern können, damit sie durchkommen. Jesus sagt, ihr seid doch Gott viel mehr wert als diese Vögel. Ihr seid Gott doch viel mehr wert als diese Meisen. Und wenn Gott sich schon so wunderbar um diese Tiere kümmert, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern? Warum kämpft ihr dann um das Geld, um das Meer, um den Materialismus?
Warum macht ihr euch solche Sorgen? Warum seid ihr so habgierig? Ihr habt es doch gar nicht nötig, weil ihr habt einen guten Gott, der sich um euch sorgt. Und Jesus geht weiter und sagt, seht euch die Blumen auf dem Feld an. Den einen Tag blühen sie und den anderen Tag werden sie verbrannt. Nicht einmal Salomo, sagt Jesus, bei all seinem Reichtum war so prächtig gekleidet wie irgendeine von ihnen. Wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die heute blühen und morgen verbrannt werden, dann wird er sich erst recht um euch kümmern. Ist doch Wahnsinn, wie verschwenderisch Gott eigentlich ist. Wie viele Blumen jeden Tag aufwachsen in all dieser Schönheit und man fragt sich, wofür eigentlich? Wofür eigentlich? Was für einen Sinn hat eine Blume? Was wäre es, wenn es sie nicht gäbe? Die Welt wäre vielleicht nicht so bunt. Und die Bienen könnten nicht überleben. Es gibt vielleicht keinen Honig, aber das wäre es auch. Könnte man theoretisch darauf verzichten. Aber Gott lässt sowas Unnützes wie die Blumen wachsen und stattet sie mit so einer Schönheit aus. Und Jesus sagt, guck dir das doch mal an. Und wenn Gott sich um so nutzlose Pflanzen kümmert, sie mit so einer Schönheit ausstattet, wie viel mehr wird sich Gott dann um euch kümmern? Und dann sagt Jesus, habt doch mehr Vertrauen. Habt doch mehr Vertrauen. Und genau das ist das Problem, nämlich da in dem Moment, wo Habgier mein Lebensstil bestimmt, da habe ich kein Vertrauen in Gott. Da setze ich mein Vertrauen in das Geld, da setze ich mein Vertrauen in die finanzielle Sicherheit, aber ich vertraue nicht Gott. In dem Moment, wo mein Lebensstil durch Habgier angetrieben wird, kann ich davon ausgehen, dass in meinem Leben viel kaputt geht. Denn immer da, wo Sünde mein Handeln bestimmt, geht etwas in meinem Leben kaputt. Da, wo Sünde mich antreibt, wo Sünde mein Handeln, mein Denken bestimmt, da brechen Beziehungen auseinander. Da geht etwas kaputt in meinem Leben. Da leidet meine Familie darunter, da leiden meine Kinder darunter, da leiden meine Arbeitskollegen darunter, da leidet mein Chef darunter, da leiden meine Nachbarn darunter. Das macht sich irgendwo in den Beziehungen immer bemerkbar. Da gibt es Spannung, da gibt es Stress, da gibt es Streitereien, da gibt es einen Bruch. Aber da, wo mein Leben vom Vertrauen in Gott bestimmt ist, da wird das Leben ziemlich entspannt. Da, wo mein Leben vom Vertrauen in Gott bestimmt ist, da sind meine Beziehungen zu meinen Mitmenschen ziemlich entspannt. Wo mein Leben vom Vertrauen in Gott bestimmt ist, da kehrt Ruhe ins Leben ein. Menschen, die Gott vertrauen und wo das Vertrauen wirklich ihr Alltagsleben bestimmt, da gibt es keinen Burnout. Das gibt es beim Gottesvertrauen nicht. Wisst ihr, die Herausforderung in unserem Leben als Christen ist, dass dieser Glaube, dieses Vertrauen, wo wir immer sagen, dass der so wichtig ist, dass der unser Handeln im Alltag auch bestimmt. Glaube heißt nicht, dass ich mich mal bekehrt habe und gesagt habe, ja, ich glaube an Jesus, dass er der Sohn Gottes ist und dass er für meine Sünden am Kreuz gestorben ist und dass er auferstanden ist und jetzt komme ich in den Himmel. Das ist nicht der Glaube, von dem die Bibel spricht. Sondern dieser Glaube an Jesus, das Vertrauen in Jesus, das Vertrauen, das mein alltägliches Leben verändert und bestimmt. Dass ich in die Güte Gottes vertraue und dass es in meinem Leben, wie ich mit materiellen Dingen umgehe, wie ich meine Beziehung lebe und gestalte, wie ich mit meinen Finanzen umgehe, das wirkt sich da aus, das Gottesvertrauen. Und wenn es das nicht tut, dann ist mein Leben nicht vom Vertrauen in Gott bestimmt, sondern von Habgier, von Neid, von Eifersucht oder von irgendetwas anderem. Auf jeden Fall von Sünde. Und das merke ich daran, dass meine Beziehungen zu meinen Mitmenschen belastet werden. Da, wo ich im Vertrauen auf Gott lebe, lebe ich automatisch auch im Frieden mit Menschen. Aber da, wo die Habgier mich antreibt, da pralle ich mit anderen Menschen zusammen. Und da merke ich, wo Habgier in meinem Leben präsent ist. Und Jesus ermutigt uns hier und sagt, habt mehr Vertrauen, vertraut Gott.
Wir leben in einer Gesellschaft, die so auf Sicherheit basiert, wo uns immer wieder Ängste eingeredet werden und dass wir uns da noch absichern müssen und dies noch. Und Jesus sagt, das brauchen wir nicht alles. Natürlich ist es gut, Versicherungen abzuschließen, ist nicht alles verkehrt und falsch, aber man kann es auch übertreiben. In vielen Ländern dieser Welt haben Menschen keine Rentenversicherung, keine Sozialversicherung, keine Krankenversicherung und die Menschen leben auch und kommen auch gut durch. Wie machen die das denn? Weil es da einen Gott gibt, der sich um seine Menschen kümmert. Und Jesus sagt dann, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dann wird Gott euch mit allem versorgen. Also Jesus sagt nicht, dass wir nicht arbeiten sollen, dass wir einfach faul sein sollen. Darum geht es nicht. Sondern Jesus sagt, es geht um eine andere Priorität. Wir sollen die Priorität in unserem Leben verändern. Anstatt nach der ganzen finanziellen Sicherheit hinterher zu jagen, nach dem ganzen Meer, sollen wir nach dem Reich Gottes trachten. Und was heißt denn das? Ich habe früher immer, als ich so gerade Christ geworden bin, immer gedacht, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, heißt, setz dich in dem Reich Gottes ein. Mach was in der Gemeinde. Helf mit in der Jugendarbeit, mach im Lobpreis mit, aber mach was. So habe ich das früher immer verstanden. Aber ich glaube, das meint Jesus hier gar nicht. Sondern nach dem Reich Gottes zu trachten, nach dem Reich Gottes zu suchen, heißt etwas völlig anderes. In dem Reich Gottes geht es immer um Beziehung, meine Beziehung zu Gott und zur Beziehung zu meinen Mitmenschen. Es geht darum, dass ich den Menschen mehr im Blick habe als die Dinge, dass ich Beziehung zu Menschen wertvoller achte als materielle Dinge oder meine Lebensträume, die ich mir erfüllen will oder als Geld oder als Karriere. Im Reich Gottes ist das entscheidende Beziehung. Jesus sagt, das wichtigste Gebot ist, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es geht um Beziehung. Und wenn Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann sagt Jesus, es soll ein Fokus in deinem Leben stattfinden. Weg von diesem Blick auf deine Karriere, auf das Geld, auf das Materielle, hin zu den Bedürfnissen der Menschen um dich herum und dich in sie zu investieren. Ich erinnere mich noch, es war im letzten Jahr, habe ich eine Evangelisation in Düsseldorf gemacht. Und diese Gemeinde, mit der ich das gemacht habe, die wollte auch gerne einen Straßeneinsatz machen. Und ich habe dann mit einem Jugendlichen zusammen einen Straßeneinsatz gemacht, eine Schatzsuche. Das heißt, wir gehen ins Gebet und wir lassen uns von Gott ganz konkret Menschen zeigen, das Aussehen von Menschen, dass wir uns auf einen Zettel aufschreiben, eine Schatzkarte. Und dann gehen wir mit dieser Schatzkarte in die Stadt und suchen diese Menschen, versuchen sie zu finden, anhand des Aussehens, das Gott uns gezeigt hat, um sie dann auf Gott, auf das Evangelium anzusprechen. Und wir haben uns dann, sind dann zusammen zu einem Flohmarkt gegangen. Es gab dann Düsseldorf, ich glaube jeden Freitag, so einen riesen Flohmarkt, ein riesen Ding. Tausende von Stände und alles voll mit Menschen. Und dann sind wir zu diesem Flohmarkt gegangen, unseren Schatzkarten, und sind 2 oder 3 Stunden durch diesen Flohmarkt durch, durch die ganzen Stände überall durch und haben nach diesen Menschen gesucht, die Gott uns gezeigt hat. Und als wir mit diesem Einsatz fertig waren, sagte ein junges Mädchen, das fand ich total cool, was sie für eine Beobachtung gemacht hat. Sie sagte, ich bin schon öfters auf diesem Flohmarkt gewesen. Und jedes Mal, wenn ich von diesem Flohmarkt weggekommen bin, dann habe ich mir all diese ganzen Sachen immer angeguckt. Sagt, heute bin ich das erste Mal über diesen Flohmarkt gelaufen und für mich waren die Sachen, die da lagen, gar nicht interessant. Ich habe mir nur die Menschen angeschaut. Sie ist mit einem völlig anderen Blick in diesen Flohmarkt reingegangen, hat angefangen, Menschen wahrzunehmen. Und genau darum geht es für uns als Christen, dass wir unseren Blick ändern, dass wir durchs Leben gehen und dass wir die Menschen um uns herum wahrnehmen. Dass ich als Ehemann die Bedürfnisse meiner Frau wahrnehme oder als Ehefrau die Bedürfnisse meines Mannes und sie höher werte als meine Arbeit oder als das Geld. Dass ich die Bedürfnisse meiner Kinder wahrnehme. Dass ich die Bedürfnisse von Menschen in der Gemeinde wahrnehme, dass ich mir Zeit nehme für Beziehungen, Zeit, Menschen zu helfen.
Ich weiß noch, früher, als ich selber Landwirt war, wenn da manchmal jemand zu mir kam von der Gemeinde oder sowas, dann war ich manchmal richtig angenervt, weil ich hatte für meinen Tag schon komplett alles ausgeplant. Ich wusste, was ich bis abends schaffen wollte. Und wenn dann jemand kam und mit mir quatschen wollte, dann wusste ich genau, wenn ich jetzt mit ihm eine halbe Stunde eine Tasse Tee trinke und rede, dann schaffe ich meine Arbeit nicht. Und das hat mich innerlich genervt. Und da habe ich aber gelernt von Gott, meine Arbeit mal stehen zu lassen und zu sagen, okay, dann mache ich das eben morgen, dann schaffe ich es heute nicht, sondern nehme mir Zeit für den Menschen, der gerade kommt, etwas von mir möchte. Höre ihm zu, weil er es gerade braucht, oder tue ihm einen Gefallen und helfe ihm, weil er es gerade braucht. Und genau darum geht es, das meint Jesus, wenn er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Nehmt den Fokus weg von eurer Arbeit, die euch definiert, von der Karriere, von dem Geld, hin zu den Bedürfnissen der Menschen und investiert euch in die Beziehung. Weil das ist es, worauf es Gott ankommt. Das ist das, was im Leben so entscheidend, so wichtig ist. Und Jesus endet und sagt, verkauft euren Besitz und schenkt das Geld dem Armen. Verschafft euch Geldbeutel, die kein Loch bekommen und sammelt Reichtümer bei Gott, die euch nicht zwischen den Fingern zerrinnen, nicht von Dieben gestohlen und von Motten zerfressen werden. Ich glaube, manchmal kann es helfen, die Habgier zu brechen, indem man ganz bewusst Dinge weggibt. Indem ich zum Beispiel sage, ich verkaufe meinen Mercedes-Benz und hole mir einen Opel und das Geld, was ich daraus bekomme, spende ich. Oder es kann sagen, dass ich zu Gott bete und sage, Gott, auf meinem Sparkonto habe ich gerade 20.000 Euro und ich möchte dich bitten, dass du mir nächste Woche einen Betrag nennst und eine Mission oder irgendetwas, der ich dieses Geld geben kann. Glaub mir, Gott wird zu dir reden. Der spricht. Und dann gib. Egal welchen Betrag Gott dir sagt. Jesus ermutigt uns hier, dass es in unserem Leben Konsequenzen haben muss. Wenn wir anfangen, Gott zu vertrauen, dann muss sich da in meinem Leben etwas verändern. Dann muss ich diese Macht, der Materialismus auf mein Leben hat und das Geld, dann muss ich auch anfangen, diesen Götzen zu brechen. Dann kann ich nicht nur mal zu Jesus kommen und sagen, ach Jesus, vergib mir, weil ich bin so ein armer Sünder. Sondern muss ich auch anfangen, mich mit dieser Sünde auseinanderzusetzen und sie zu bekämpfen und mich darum ringen, dass mein Leben sich verändert. Da muss ich mich von diesem Besitz auch manchmal lösen und trennen. Fang mal an, mit Gott darüber zu reden, was bei dir Zeit ist, zu verändern, was vielleicht dran ist, was du weggibst, wo du vielleicht deinen Lebensstandard mal runterschraubst und mit weniger zufrieden bist, damit du mehr Freiraum hast für andere Menschen. Ich habe einen Freund, der ist bei Volkswagen angefangen als Ingenieur und der war 1-2 Jahre so drin. Da kam sein Chef auf ihn zu und sagte, hör mal, wie ist denn das jetzt mit Karriere machen? Bist ein guter junger Mann, bist fleißig, bist engagiert, aus dir kann was werden. Ich bin bereit, dich da ein bisschen zu pushen. Mein Freund ist Christ und er sagte, nein, da habe ich kein Interesse dran. Ich habe eine Frau, eine Familie, ich möchte Zeit für meine Kinder haben und ich bin in der Gemeinde aktiv. Ich möchte Zeit haben, mich in meiner Gemeinde zu investieren. Wenn ich in die Karrierebahn gehe, dann kann ich Überstunden ohne Ende machen und dieses Mehrgeld brauche ich eigentlich nicht. Ich kenne jemand anders aus einer Gemeinde, die mich auch unterstützt. Ein Mann, der zu seinem Chef gegangen ist und gesagt hat, Chef, ich möchte anstelle von 40 Stunden in Zukunft nur noch 30 Stunden arbeiten. Ich bin bereit, dafür weniger Geld zu kriegen, aber ich möchte diese Zeit in die Flüchtlinge investieren, die in unsere Stadt gekommen sind, möchte diese Zeit nutzen. Und völlig überraschenderweise hat sein Chef zugestimmt. Diese Menschen haben ihr Leben verändert. Sie haben diese Macht der Habgier zerbrochen. Sie haben sich dazu entschieden, ihr Leben im Vertrauen auf Gott zu leben und ihr Leben bestimmen zu lassen von dem Vertrauen in Gott. Und genau darum geht es. Ich habe neulich noch, und damit möchte ich diese Predigt enden, Geschichte von einem Mann gelesen. Stanley Tam heißt er. Er ist Amerikaner, wie der Name schon sagt. Und er hat als junger Mann zur Zeit des Zweiten Weltkriegs gelebt. Und er war Unternehmer. Und er hat damals angefangen, die haben das entdeckt, dass man in diesen alten Filmrollen, diesen negativen, die man damals noch hatte, da gab es ja keine Digicams, diese alten negativen, die Leute weggeschmissen haben, da war Silber drin.
Und es gab so eine Prozedur, wie man das Silber aus diesen alten Negativen zurückgewinnen konnte. Und er ist in dieses Business eingestiegen, er hatte am Anfang ganz massiv Probleme, irgendwie Fuß zu fassen, es gab auch Konkurrenz, aber irgendwann so langsam hat er sich durchgesetzt und dann fing die Firma richtig gut an zu laufen. Und er war Christ. Und eines Tages, als er, ich weiß noch, beim Gottesdienst war, wo das genau passiert ist, sprach Gott ihn an und sagt, hör mal, ich möchte, dass du mir diese Firma überschreibst, dass du sie abgibst. Er hat dann erst überlegt und ist dann auf einen Anwalt zugegangen, einen christlichen Anwalt, hat überlegt, wie das aussehen kann. Und dann hat er eine Organisation gegründet, dessen Vorsitzender Gott ist. Und hat Gott so eintragen lassen und hat dann 51% seiner Firmenanteile auf diesen Verein, auf Gott überschrieben. Und der Gewinn der Firma ging zu 51% auf dieses Konto. Und von diesem Geld hat er dann angefangen, Missionswerke zu unterstützen und in vielen Ländern Evangelisten auszubilden und sie zu unterstützen, damit sie das Evangelium in die entlegenen und unerreichten Gebiete bringen konnten. Nach 19 Jahren hat Gott ihn noch einmal angesprochen. Da war er gerade so Mitte 40, glaube ich, und hat ihm deutlich gemacht, er will die ganze Firma. Dann hat dieser Mann die ganze Firma an Gott abgegeben, hat selber als Angestellter in der Firma gearbeitet, die er gegründet hat. An seinem Lebensende hat dieser Stanley Tam 140 Millionen US-Dollar in die Mission gespendet. Das war das Geld, das er erwirtschaftet hat mit Gottes Firma. Er selber hat als Angestellter gelebt von einem ganz normalen Gehalt. Ich weiß nicht, was er sich hätte mit diesen 140 Millionen US-Dollar alles kaufen können. Hätte Porsche fahren können, er hätte die dicksten Villen haben können, er hätte luxuriöse Partys, er hätte alles damit machen können. Aber dieser Mann hat sich entschieden, dass er sein Leben vom Vertrauen in einen Gott bestimmen lässt und nicht von der Habgier. Er war bereit, als Angestellter in der Firma zu arbeiten, die er selber gegründet hat, und sie völlig an Gott abzugeben. Und somit konnte er am Ende 140 Millionen US-Dollar in das Reich Gottes hineinbringen. Was erstaunlich ist an diesem Mann, sind nicht die 140 Millionen US-Dollar, sondern die Tatsache, dass er sein Leben im Vertrauen auf Gott gelebt hat. Und genau dazu möchte ich euch heute mit dieser Predigt, mit diesem Wort Gottes ermutigen. Zuerst möchte ich ermutigen, dass ihr in euer Leben hineinschaut, wenn es Streitigkeiten gibt. Mit Geschwistern, mit eurem Ehepartner, vielleicht mit dem Chef, mit Arbeitskollegen. Schaut mal ganz genau rein, warum streitet ihr da? Ist es vielleicht die Habgier oder die Habsucht, die euch antreibt, die der Grund ist für diesen Konflikt? Und da möchte ich euch ermutigen, dass ihr euch neu ausrichtet, dass ihr dem Reich Gottes eine neue Priorität in eurem Leben gebt. Weg von dem Materiellen, von dem Geld, von der Karriere, hin zu den Beziehungen, zu den Menschen, die in eurem Umfeld leben. Dass ihr eure Zeit, eure Kraft, eure Energie in Menschen investiert. Und damit erfüllt ihr die zwei größten Gebote, die Jesus uns gegeben hat. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft, von ganzem Verstand. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann wirst du erleben, dass wenn du Mangel hast, dass Gott dich versorgen wird. Denn der Gott, der auf die Kohlmeisen aufpasst, und auf die Lilien auf dem Feld, der ist auch in der Lage, dich zu versorgen mit dem, was du brauchst. Vielen Dank fürs Zuhören und Gott segne euch. Amen.